Warum spreche ich Chinesisch und vor allem so gut, dass ich vom Beruf chinesischen Rap mache? Heute mal mit Sonnenbrille, damit man auch erkennt, dass ich Rapper bin. Nee, Spaß, ne? Ist natürlich, weil hier die Sonne scheint, im Gegensatz zu Deutschland. Erstmal, ich liebe Sprachen. Ich habe schon echt viele Sprachen gelernt in meinem Leben. Und vor 10 Jahren war ich das erste Mal in China, so touristenmäßig. Fand es dann richtig cool und wusste, ich wollte zurückkommen. Deswegen habe ich die Sprache angefangen zu lernen. Und habe dann während meines Studiums in Berlin, vor allem im Selbststudium, ganz viel Chinesisch gelernt. Also echt, ich habe mich in das Lernen verliebt. Das war mein neues Hobby, ja. Nach einem Jahr war ich fließend, ja, sodass ich echt Freunde finden konnte auf Chinesisch. Ja, nachdem ich die Sprache verstanden habe und dann nach China gezogen bin, dann war es halt nochmal sehr viel geiler, weil du alles verstanden hast. Und das motiviert dich, ja, das hat Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, in meine Musik Chinesisch einzubauen. Für diejenigen, die gerade den kleinen Rap-Ausschnitt gefeiert haben, mein Album Scorleone ist komplett auf Englisch übersetzt auf YouTube. Link im Profil, Leute.